neugierig. Darf ich streicheln? Oder? Ja, die macht gar nichts. Na, jetzt hast du kein Interesse mehr, okay. Kann ich auch verstehen. Servus und hallo zu einer neuen Folge von Gravelman VT. Und wir starten heute zu unserer ersten Tour unter dem Motto Stadtnah Radeln rund um den Ort Tirschenreuth. Leider konnte ich diesmal selber nicht dabei sein, da es mich gescheit gewürfelt hat und noch nicht aufs Rad steigen konnte. Also war mein Kollege David alleine unterwegs und was er da so erlebt hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! So, wie vorhin schon gesagt, geht es los im Stadtpark am unteren Stadtteich. Ein herrliches Gelände. Es gibt Kunst zu sehen, die Anpflanzungen sind super. Für mich als jemand, der dem Garten- und Landschaftsbau verbunden ist, muss ich sagen, echt ein Traum. Wirklich schön gemacht. Vorne ist dann die historische Stadtbrücke. Und hier ist jetzt der obere Stadtteich, auch sehr schön. Tirschenreuth liegt hinter mir. Jetzt geht es ein Stück hier auf diesem Fahrradweg nach Norden. Und dann schauen wir mal, was für Überraschungen uns dort erwarten. Ein Stück außerhalb von Tirschenreuth, wenn man ein Stück den Berg hochfährt, im Kleingift Höfen, sollte es eigentlich Kamele geben, und zwar genau in diesem Gatter. Könnt ihr vielleicht eine Aufnahme von den Kamelen machen? Ja, jetzt habe ich die Kamele doch noch gefunden. Die Claudia war so nett, mich reinzulassen. Neugierig. Darf ich streicheln? Oder? Ja, die macht gar nichts. Ja. Ja. Na, jetzt hast du kein Interesse mehr. Okay, kann ich auch verstehen. Also hauptsächlich nehmen wir sie natürlich zum Reiten auch her. Okay. Sonntags machen wir immer unsere Touren, wo auch gerne immer Leute eingeladen werden, die dann da mitgehen oder reiten möchten. Kindergeburtstage, für Kinder ist das natürlich eine tolle Attraktion. Das glaube ich, bin auch total begeistert. Also wie gesagt, man rechnet überhaupt nicht damit. Und kann dann auch mit Grillen in Verbindung gemacht werden oder Kindergeburtstage mit Torte und allem drum und dran. Also wir haben dann auch die Möglichkeit, dass wir irgendwo was herrichten, dass man sich da schön gemütlich zusammensetzen kann. Okay, super. Sage ich vielen Dank, dass du mich reingelassen hast. Gerne. Und mir das gezeigt hast. Aber wenn du mir für nur noch mal sagst, wie heißt der Ort hier? Höfen. Höfen, in Höfen. Genau. Okay. Bei Tirschenreuth. Also Höfen, bisschen kleines Stück nördlich von Tirschenreuth, genau. Gibt es Kamele. Ja, nach den Kamelen geht es ein Stück den Berg hoch. Und bei Groß-Klenau geht es dann tatsächlich auch auf richtigen Gravel. Dieser für ungeübte Fahrer vielleicht Anführungszeichen anspruchsvolleren Passage auf dem Feldweg, der durch die massiven Regenfälle leider ein bisschen ausgewaschen ist, sind wir jetzt auch schon wieder auf Asphalt. Hier kann man es schön gemütlich rollen lassen. Da hat dann auch die Oma keinen Stress
und die Kinder können sich den Wind um die Nase wehen lassen. Und ja, da vorne geht es in den Wald rein. Na, wirklich schön. Ich hoffe, das Wetter hält auch noch eine Weile. Und dann ist es eine gelungene Sache. Übrigens, was ich gerne mal an dieser Stelle loswerden würde, was leider sehr, sehr häufig von jungen Eltern falsch gemacht wird, wenn man mit Kindern unterwegs ist, lässt man die Kinder vorne fahren, nicht hinten. Und wenn man zu zweit unterwegs ist, also zwei Erwachsene und ein oder mehrere Kinder, dann kann natürlich auch ein Erwachsener vorne ein bisschen Weg frei machen. Aber ansonsten ein Erwachsener und ein oder mehrere Kinder, immer die Kinder vorne, damit man sie im Blickfeld hat. Jetzt hier so durch die Felder Gravel fällt mir gerade ein, ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass ich hier auf dem Kelly Suit 70 unterwegs bin, das uns Kelly freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, und das schaue ich mir jetzt in der Einblendung noch genauer an. Hi Leute, eben noch in Tirschenreuth auf der Strecke, jetzt zu Hause bei mir im Garten möchte ich euch das Kelly Suit 70 näher vorstellen. Fangen wir wie immer beim Rahmen an. Der ist in diesem Fall aus Aluminium und in einem schönen matten Grün gehalten und mit vielen kleinen Details, wie hier zum Beispiel diesen Bergen, verziert. Das setzt sich dann unter anderem auch in der Carbongabel fort und macht, wie ich finde, auf den ersten Blick einen sehr edlen Eindruck. Bei den Komponenten setzt Kellys auf die bewährte GRX-Schaltung und Bremsen von Shimano. In diesem Fall haben wir vorne ein 40er Kurbelblatt, einfach, nicht zweifach, wie wir es die letzten Male hatten, und hinten eine Kassette mit 11 bis 42 Zähnen. Die Laufräder sind von Kellys Eigenmarke KLS und laufen unter der Bezeichnung Grind C-Cross und sind mit Schwalbes bewährten G1-Reifen in der 40er Breite bestückt. Zu den Reifen hat, glaube ich, der Heiko schon öfter mal was gesagt. Die sind wirklich top, aber dazu später mehr. Beim Lenker und Vorbau kommt auch wiederum Kellys Eigenmarke KLS zum Einsatz. Man sieht hier zum Beispiel eine sehr spitze, nenne ich es mal, Flair-Krümmung, die mir persönlich sehr gelegen kam. Und auch der Reach nach außen hin ist natürlich Gravel-typisch. Auch die Bremsen sind natürlich aus Shimanos GRX-Gruppe und die Scheiben haben einen Durchmesser von 160 mm. Was, sage ich mal, für ein Gravelbike mehr als ausreichend ist und jederzeit für gute Bremswirkung sorgen sollte. Beim Sattel und der Sattelstütze haben wir bei diesem Bike eine echte Besonderheit. So hat Kellys natürlich neben seinem eigenen KLS-Sattel eine versenkbare Sattelstütze, wie man sie aus dem Mountainbike-Bereich kennt, verbaut. Das ist im Gravel-Bereich für uns jetzt eine echte Neuerung. Bei den Bikes, die wir bislang zum Testen hatten, ist das erste Bike, das dieses Feature bietet. Das stellt damit ein Alleinstellungsmerkmal für das Kelly Suit 70 dar. So viel jetzt erstmal zu den Eckdaten vom Kelly Suit 70 und im nächsten Teil der Bike-Besprechung werde ich euch dann meine Fahreindrücke zu diesem Bike schildern. So, nach dieser kurzen Abfahrt liegt hier links von mir, ein bisschen verborgen im Wald, der saure Teich. Den schaue ich mir jetzt noch genauer an, wenn ich einen Weg runter finde. Also einen Zugang zum Teich habe ich leider immer noch nicht gefunden. Aber dafür gibt es hier am Wegesrand eine Plakette,
mit einem QR-Code, die einem nochmal Infos über die zahlreichen Tierschenreuther Stadtteiche gibt. Und von denen gibt es hier wirklich eine ganze Menge. Ja, wie gesagt, scannen, Infos holen. Wir sind jetzt im Lohnsitz angekommen. Ich weiß, wo muss jetzt hin? Ich schätze mal geradeaus. Genau. So Waldnab runter. Und dann geht es noch ein Stück an der Waldnab entlang. Da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, das wird von der Natur her ziemlich geil. Und tatsächlich, ich hätte es ja nicht gedacht, aber hier in der Waldnab entlang beinhaltet die Streckenführung tatsächlich einen Single Trail. Also ist nicht schwer zu fahren oder so, kommt man schon durch. Wie gesagt, Senioren und Kinder müssen ein bisschen aufpassen, weil hier und da doch ein paar Wurzeln vorhanden sind. Aber jetzt nichts Schlimmes oder so. Also wie gesagt, kann man schon richtig gut fahren und ist gerade auch für die Kleineren vielleicht auch ein bisschen spannend, wenn man so eine, sage ich mal in Anführungszeichen, technische Passage drin hat. Abgesehen davon ist das hier wirklich schön. So, und nach dieser Passage am Bach entlang sind wir auch wieder in Tirschenreuth angekommen. Hier rechts ist dann gleich wieder der Fischhofpark, das Gartenschaugelände 2013. Und ja, da fahren wir jetzt wieder ein Stück durch zum Ausgangspunkt unserer Tour. Das war also jetzt unsere erste Tour mit tierischen Einblicken um die Kreisstadt Tirschenreuth. Und in der nächsten Folge geht es dann direkt weiter in die wunderschöne Teichpfanne. Bis dann, ciao!